Moin moin und hallo. Nachdem wir also über Stonehenge geredet haben und schon leicht sehen konnten, dass dieser Ort kein Einzelfall ist und dass es tatsächlich Orte gibt, die mit diesem Kulturkreis zusammenhängen und viel, viel interessanter erscheinen, müssen wir natürlich über das große Ganze reden, über den Ursprung dieser Kultur und über die Mysterien, die sich um die anderen Orte ranken. Hier also der zweite Teil. Stonehenge überall? Nachdem wir den sagenumwobensten Ort des Menhiretums genauer betrachtet haben, bleibt die Frage zu beantworten, woher der Impuls kam, solche Bauwerke aufzustellen, die solch eine, für diese Zeit, unglaubliche Funktion erfüllten. Es gibt, wie bereits erwähnt, noch viele, viele weitere solcher kulturellen Anlagen, die vom gleichen Typus zeugen. An dieser Stelle wollen wir Stonehenge nicht entmythifizieren, aber ganz deutlich sagen, Stonehenge ist nicht das beste Beispiel für die Kultur, die diese Anlagen einst erbaute. Der Ort erhielt, sei es durch Zufall und oder seinen offensichtlichen Erhalt, zu Unrecht mehr Aufmerksamkeit, die eher andere Orte dieser Art verdient hätten. Hier drei Beispiele. Das bereits erwähnte Avebury, was 30 Kilometer nordöstlich von Stonehenge liegt, ist fast viermal so groß wie die berühmteste Menhiranlage zu besten Zeiten. Avebury hat einen Durchmesser von ca. 400 Metern und kann getrost mit seinen 15 Hektar als bisher gewaltigste Tempelanlage dieser Art bezeichnet werden. Es wurde zwischen 2600 und 2500 vor Christus errichtet. Die virtuelle Rekonstruktion dieser Anlage zeigt auf, dass es mehrere Bereiche gab, die vom Aufbau her die Grundwerte des goldenen Schnitts trugen. Auch in dieser Anlage fand man strukturelle Anordnungen, die auf astrologische Ereignisse hindeuteten. Die gesamte Errichtung orientiert sich auch hier nach der Achse der Sommersonnenwende. Es liegt nahe, dass auch hier Vorhersagen jeglicher Art als Zeremonie stattfanden. In Locmariaquois, Frankreich, gibt es einen ganz besonderen Menhir. Heute liegt er zwar zerbrochen am Boden, aber er stand in der Vergangenheit senkrecht im Erdreich mit der Spitze gen Himmel. Dieser Hinkelstein, wenn man seine einzelnen Fragmente zusammensetzt, würde 20,60 Meter lang, ca. 2 Meter im unteren Umfang breit und 345 Tonnen schwer sein. Er besteht aus dem Orthogneis-Granit, der in 10 Kilometer Entfernung geschlagen wurde. Einst wurde dieses imposante Gebilde von 18 weiteren, aber etwas kleineren Steinen eingekreist. Dass der Transport solch eines Ungetüms mehr als unmöglich erscheint, ohne die Verwendung von Rädern, muss an dieser Stelle nicht erklärt werden. Die Anlage wurde nämlich 4500 vor Christus erbaut. Eine Zeit, in der Räder noch Zukunftsmusik waren. Die Spitze des Zentralsteins soll auf ein Gestirn verwiesen haben, was aber bisher nicht hundertprozentig rekonstruiert werden konnte. Die kleineren Steine wurden in Kirchen und Gebäude späterer Zeit verbaut. Die älteste uns bekannte Stätte dieser längst vergessenen Kultur liegt weit im Norden der britischen Insel. Auf den Orkney-Archipel befindet sich wohl auch das größte Menhirgebilde. Gefunden wurden bisher sehr gut befestigte Wohnhäuser, Tempelvorrichtungen, gepflasterte Wege und unzählige Dolmen. Die Ausgrabungen sind noch lange nicht beendet, da stark angenommen wird, dass erst 10% der Anlagen freigelegt wurden. Dafür sind sie sehr gut erhalten. Und lassen jetzt schon darauf schließen, dass diese Region über mehrere Jahrhunderte ausgebaut wurde. Die Anfänge dieser Siedlung konnten bisher auf etwa 9000 vor Christus zurückdatiert werden. Die Wissenschaftler betrachten diese Stätte als die älteste und somit als Ursprungsort dieser geheimnisvollen Kultur. Was noch ans Tageslicht befördert wird, bleibt vorerst abzuwarten. Diese Kulturstätten haben mehr Aufmerksamkeit verdient, denn sie zeigen uns eindrucksvoll, dass dort ein Kulturkreis Nordeuropas seinesgleichen gesucht hat, der locker mit Kreta mithalten könnte, wenn er sich weiterentwickelt hätte. Diese Zivilisation war durchaus populär,
Dies zeigt der Verbreitungsradius, in den er seine Einflüsse verbreitete. Sagen wir, wie es ist, und zählen die Fakten auf. Die geheimnisvolle Kultur entwickelte sich in Nordeuropa. Alle bisher gesicherten Indizien sprechen dafür. Die geheimnisvolle Kultur übte auf alle frühzeitlichen Völker Europas Einfluss aus, wie die Hinterlassenschaften beweisen. Die geheimnisvolle Kultur war sich der ästhetischen Wirkung des goldenen Schnitts bewusst, wie beispielsweise die alten Ägypter. Die geheimnisvolle Kultur wusste von astrologischen Begebenheiten, ähnlich wie die Sumerer, Ägypter und Maya. Die geheimnisvolle Kultur schaffte eine unzählige, generationsübergreifende Wissensgrundlage, die nach heutigen Erkenntnissen Jahrtausende anhielt. Also im Grunde keine Heiden, keine Wilden, sondern einer dieser geheimnisvollen Kulturen, die sich in der Reihe der geheimnisvollen Mitwissern stellen, die es nach heutiger Lehrmeinung eigentlich nicht geben dürfte. So etwas kann, nein, darf nicht existieren, die, obwohl sie keinen Kontakt zueinander hatten, über gleiches Wissen verfügten. Wissen, über das keiner verfügen konnte. Dies taten sie aber nun mal. Das Ende dieser komplexen Kultur sehen wir heute. Es scheint so, als sei das Wissen irgendwann vergessen, nicht mehr weitergeführt worden. Astrologisches und anderes Wissen war urplötzlich ausgelöscht. Heute nennen wir sie Heiden, unzivilisiert und wild. Ihre Kultstätten wurden teilweise niedergerissen, aus den massiven Gesteinen Gotteshäuser gebaut, die das Seelenheil darstellen. Völliger Irrsinn der Geschichte, findet ihr nicht? Ein kollektives Gedächtnis, sei es auch weltumspannend, vergisst irgendwann und geht in der Dunkelheit der Vergangenheit unter. Übrig bleiben Unwissende, die nicht wissen, was ihre Vorfahren wussten.